Wieso, wie spät ist es denn? 15:30! Ja, das ist ja quasi noch mitten in der Nacht. Lass mich einfach noch ein bisschen schlafen. Wofür haben wir denn Sommerferien? Ernsthaft? Ja, schlafen ist das Beste. Ich muss einmal das Kissen. Ach, die kühle Seite nochmal, die ist ja jetzt... Das muss man nutzen, dass die Seite hier kühl ist. Ach, schön. Und dann nachher kann ich noch ein bisschen Videospiele spielen und... Ja, dann gehe ich einfach wieder ins Bett. Ach, schön entspannt hier. Willst du nicht mal Fußball spielen, mal wieder? Fußball? Ach, das ist voll anstrengend. Du kannst nicht die ganze Zeit hier rumliegen. Warum nicht? Ich kann doch einfach so mit dem Kuscheln hier. Geh mal nach draußen. Nee, ich will auch gleich noch irgendwie eine Sendung gucken oder so. Und nicht schon wieder was angucken. Ich könnte auch noch so eine Gesichtsmaske machen. Einfach ein bisschen entspannen mal zur Abwechslung. Nein, geh nach draußen. Nee, ich mache jetzt hier Siesta. So. Seit 5 Wochen sind jetzt Sommerferien und du bist immer noch hier drin. Mach doch endlich mal was draußen. So okay, faul kann man doch nicht sein. Gut, ich habe mich entschieden. Ich gehe an den Pool. Nein, ich kann nicht mit ins Freibad. Was ist das denn? Die sind schon wieder im Freibad. Es ist der 2. Ferientag. Ein Tag Ferien finde ich in Ordnung. Einen Tag kann man das ausnutzen. Gestern war ich ja auch mit. Aber ab heute, ich habe denen gesagt. Also, da schicke ich da jetzt mal eine Nachricht hin. Also, ich habe ihnen gestern gesagt, einen Tag gehe ich ins Freibad, einen Tag mache ich richtig gut Ferien. Aber jetzt, die restlichen Ferien, wird gelernt. Ich muss mich aufs neue Schuljahr vorbereiten. Ich muss mir genaue Notizen machen, was wir alles lernen werden nächstes Schuljahr. Und dann werde ich das alles gut vorbereiten. Hey, willst du mit rausgehen? Was? Nach draußen? Ja. Nein. Ja, also ich könnte mitkommen, aber ich nehme auf jeden Fall alle meine Lernsachen mit. Also ich könnte auch draußen lernen. Ich habe heute Vormittag auch schon im Garten gelernt. Also das mache ich auf jeden Fall. Aber ich habe noch einiges vor. Also ich wollte heute Nachmittag auf jeden Fall noch Geschichte schon vorarbeiten. Weil ich wollte mich da auf jeden Fall schon mal richtig gut einlesen in die, so in die Französische Revolution wollte ich mich einlesen. Du brauchst mal Pause. Das macht dein Kopf doch nicht mit. Mein Kopf macht das mit. Mein Kopf muss gefördert werden. Mein Kopf muss gefordert werden fürs neue Schuljahr. Ich bin so unterfordert in diesen Ferien. Das ist unglaublich. Ich könnte euch im Park was über die Französische Revolution erzählen. Also den Anfang, den habe ich mir schon angeguckt. Das ist wirklich super spannend. Was hältst du davon? Nee, dann bleib lieber hier. Was? So, mit einer Decke hier gemütlich machen. Dann habe ich hier mein Wasser, ein paar Snacks. Oh, das kann ja hier so bleiben. Und den Fernseher kann ich ja mit meiner App starten. Und da muss ich auch gar nicht mehr aufstehen. Dann kann ich einfach hier den ganzen Sommer sitzen bleiben und meine Serien gucken. Richtig gut. Ich habe mir so viele rausgesucht, die ich alle schauen möchte. Vor allem, man kann diese Sommerferien jetzt auch wirklich mal nutzen, um diese Serie, die einfach 20 Staffeln haben, mit 20 Folgen, die 40 Minuten gehen. Das kann ich dann endlich mal mir alles anschauen. Und los geht's. Ist das spannend. Ich krieg auch gar nicht genug hier von meinen Snacks. Ich muss unbedingt wissen, wie es weitergeht. Das war jetzt mega der Cliffhanger. Egal, mit Outro und Intro direkt nächste Folge. Los. Das kann man sich ja gar nicht angucken. Aber ich muss eigentlich hingucken. Okay, wie viele Folgen hat die Staffel jetzt noch? Nur noch eine? Okay. Die kriege ich aber heute eigentlich auch noch hin und dann vielleicht noch mal so eine Stunde schlafen und dann kann ich ja weiter gucken. Oh, mein Alarm. Ach, Gott sei Dank bin ich wieder wach. Dann kann ich jetzt wieder weiter gucken. Ich habe ja immer noch 17 Staffeln vor mir. Und los. Okay, und das war jetzt tatsächlich die letzte Folge und in 5 Minuten kommt auch der Bus und dann muss ich schon wieder zur Schule. Naja, beste Sommerferien aller Zeiten. 6 Wochen Ferien, die beste Zeit, um was Gutes zu tun und sich für den Planeten zu engagieren und um sich zu kümmern. Ich habe hier schon mein hübsches Hemd an, so, und ich möchte auf jeden Fall Bäume pflanzen. Ich werde mir jetzt ein Projekt suchen, wo ich jeden Tag in den Ferien einen Baum pflanzen kann. Es sind mehr ein bisschen als 6 Wochen Ferien. Also das werden einige Bäume werden. Also Mathe ist ja nicht so meine Stärke, deswegen keine Ahnung, wie viele Tage das genau sind. Aber ich werde auf jeden Fall jeden Tag einen Baum pflanzen. Ich google das mal, ob es genau das als Projekt gibt. Nicht wirklich, aber ich werde das einfach selber starten. Okay, mein Baumprojekt ist angemeldet, ist geregelt und vielleicht komme ich sogar in die Schülerzeitung damit. Sehr cool. Und ich möchte auf jeden Fall noch ehrenamtlich Nachhilfe geben, weil das ist richtig, richtig wichtig, weil ich
Gut, ich habe ja schon gesagt, Mathe ist nicht so meine Stärke, aber lesen kann ich ja. Also ich könnte bestimmt irgendwem was vorlesen oder ich könnte jemandem das Lesen beibringen. Also so ein bisschen Lesenachhilfe, da kann ich auch selber vielleicht ein Buch lesen. Naja, das kann ich auf jeden Fall machen. Ich könnte auch was aus dem Internet vorlesen. Naja, wir werden das schon sehen. Naja, okay, wo kann ich das denn machen? Vielleicht bei den Nachbarn oder so. Und mein wichtigstes Projekt, diese Ferien, diesem armen Waisenkind ein neues Zuhause suchen. Baby Grogu ist ja ein armes Waisenkind und er sitzt hier die ganze Zeit einfach nur, der braucht dringend ein neues Zuhause. Ich gehe mal bei den Nachbarn fragen, ob die ihn haben möchten. Nicht umfallen! Ach, Baby. Ach, mit dem Fußball muss ich gleich auf jeden Fall mal schauen. Wir haben jetzt 6 Wochen Sommerferien, das heißt, ich kann mir auf jeden Fall mal ein neues Hobby suchen. Ich fange auf jeden Fall mit Fußball an. Was kann man denn da so... Ich hab das so im Fernsehen gesehen, die machen das irgendwie so. Hier, versuchen ihn zu balancieren. Ach, irgendwie, es klappt nicht so einfach. Also ich dachte, das wäre irgendwie einfacher. Ich probiere es nochmal. So. Ach, nee, also mit dem Fußball, das hat jetzt irgendwie nicht so funktioniert. Ich dachte, das wäre einfacher. Was könnte ich denn noch als Hobby machen? Ich probiere mal was anderes. Weißt du, das mit dem Fußball, das hat ja nicht geklappt. Vielleicht bin ich ja talentierter mit den Händen. So, ich kann ja mal versuchen, was zu häkeln. Ich mache mir einfach hier so ein Video an. Ja, tolle Wolle, das klingt doch super. Und dann, ich zeige euch heute einen richtig schönen Schal das jetzt? In dieser super, super bunten Wolle hier. Die hatte ich euch... Sie erklärt das echt gut, aber ich bin echt... Ich komme überhaupt nicht klar. Oh, jetzt habe ich auch keine Lust mehr. Also ich dachte, ich kann das einfach direkt, aber es funktioniert nicht. Ich probiere doch mal was anderes. Okay, das hier müsste jetzt aber definitiv einfacher gehen. Da muss ich einfach nur diesen, wer hat das hier, was heißt denn das, Robbe? Diese Robbe einfach nur so zusammenbauen. Ein Seehund ist das. Das kann ja jetzt wirklich nicht so schwer sein. Das könnte doch ein super Hobby sein. Also das Wichtigste an Hobbys ist ja, dass es einfach ist. Okay, also ich baue das hier auseinander. Und was ist dann, muss ich mir jetzt auch noch durchlesen? Einfach zusammenkleben. Da ist ja auch der Kleber. Ja cool, das mache ich jetzt auf jeden Fall mal. So, noch 2 fertig. Den Seehund habe ich ja schon jetzt an meine Mama verschenkt. Die freut sich. Und jetzt habe ich hier noch einen gekauft, weil ich kriege echt gar nicht genug davon. Also das ist wirklich ein tolles Hobby. Das mache ich jetzt einfach noch 6 Wochen lang weiter. Und dann habe ich eine ganze Armee aus kleinen Tierchen. Süß. Oh mein Gott, die nächste Party ist auch schon geplant. Okay, da muss ich erstmal direkt anrufen. Hi! Hi, hi, hi. Hast du das Posting gerade schon gesehen? Hast du den Post gesehen? Ja, die nächste Party steht an, meine Liebe. Ja, das wird mega gut. Ich habe gerade auch schon. Ich habe tatsächlich die Wasserbomben und die Knicklichter noch in der Hand. Ich habe das schon rausgesucht, weil das ist einfach ein absolutes Must-Have. Das brauchen wir ganz dringend. Das wird die beste Party überhaupt mit so viel Wasser, weißt du? Genau wie du sagst. Ja, Poolpartys sind absolut die besten Partys und Wasserbomben, absolutes Must-Have. Und ja, Knicklichter. Genau. Ja, genau, das bringst du noch mit. Perfekt. Schreibst du es nochmal in die Gruppe, dass alle Bescheid wissen? Okay, cool. Dann treffen wir uns nachher da. Ja, ich freue mich. Beste Party. Oh mein Gott, wisst ihr, was ich gerade noch gefunden habe? Diese ganzen fantastischen, diese Schwimmtiere für den Pool. Da kann man Getränke reinmachen. Die sind mega cool. Beste Party-Deko. Ich komme jetzt. Bis gleich. Okay, los geht's. Beste Party! Oh, ich darf ihn nicht fallen lassen. Ich bin so froh, endlich sind Sommerferien und dann habe ich 6 Wochen lang Zeit, mir die ganze Welt anzuschauen. Ich habe so einen guten Plan gemacht. Ich werde einfach jede Woche in einer anderen Stadt sein und ich fange an mit Spanien. Ach, da werde ich sogar nicht nur in einer Stadt sein, da will ich auch mehrere sehen. Also da gibt es immerhin Barcelona und Madrid. Richtig gut. Und was gibt's da eigentlich sonst noch? Naja, von da aus geht's dann direkt weiter nach Lissabon und dann will ich auch mal Europa verlassen und werde nach Kanada reisen. Und das waren jetzt schon 3. Was kommt danach nochmal? Ach ja, Japan will ich natürlich auch noch sehen. Und jetzt habe ich so viele Pläne gemacht. Ich weiß gar nicht mehr, wo geht's denn danach nochmal hin? Ist auch gar nicht so übersichtlich hier auf dem Globus. Aber egal, ich werde auf jeden Fall die ganze Welt einmal sehen im Schnelldurchlauf und auch schon los. Mein Flug geht ja gleich schon, nicht, dass ich den verpasse. Das wäre natürlich richtig blöd. So ein Mist. Jetzt habe ich tatsächlich meinen Flug verpasst und das baut ja jetzt alles aufeinander auf. Diese ganze Buchung, das funktioniert alles nicht. Ob ich wohl mein Geld noch dafür zurückbekomme?
Na, kann ich mir nach dem Urlaub Gedanken drum machen? Dann mache ich jetzt einfach eine Reise durch Deutschland und ich kann ja laufen. Also 6 Wochen ist ja genug Zeit. Was sehe ich denn da alles? Berlin, Köln, Ulm. 6 Wochen Sommerferien. Endlich. Ich habe so lange darauf gewartet und ich habe so gute Pläne. Also die erste Woche werde ich ganz, ganz viel ins Freibad gehen. Die Wetteraussichten sind ja auch richtig gut. Oh Gott, was ist das denn jetzt? Oh, meine Nase, warum ist denn die jetzt auch noch... Warum bin ich denn jetzt krank? Ich kann doch jetzt nicht krank werden, wenn ich ins Freibad gehen möchte. Oh nein, hier treiben sie auch schon. Wieso? Die sind schon im Freibad. Die können doch nicht schon im Freibad sein. Das ist so ungerecht. Kann ich ins Freibad? Nein, ich kann nicht ins Freibad gehen mit dem Schnupfen. Das ist total blöd. Ach, da muss ich jetzt hier bleiben. So, der Schnupfen ist weg. Naja, auf jeden Fall so fast ist er weg. Sonnenbrille auf. Ich bin bereit fürs Freibad. Oh, was sind denn das jetzt für Kopfschmerzen? Warum habe ich denn jetzt auch noch Kopfschmerzen? Ich dachte, der Schnupfen ist so gut wie weg. Der Husten ist weg. Und jetzt habe ich Schwindel und Kopfschmerzen. Habe ich vielleicht Fieber? Das kann doch jetzt nicht sein. Ich kann doch nicht schon wieder krank werden. Ich war doch erst krank. Nicht die ganzen Ferien. Das waren wirklich die schlimmsten Sommerferien aller Zeiten. Ich habe noch einen einzigen letzten Ferientag. Den einzigen Ausflug, den ich gemacht habe, war bei Ikea. Ich war nicht ein einziges Mal im Freibad. Das kann es doch wirklich nicht sein. Aber heute geht's ins Freibad. Oh, irgendwie mein Magen. Naja, vielleicht waren die Nudeln gestern nicht mehr so gut. Oh nein, jetzt kann ich doch nicht mit Übelkeit ins Freibad gehen. Nur morgen ist Schule. So, ich bin fertig und bereit für Sport. Ich habe jetzt 6 Wochen lang Zeit, mich vorzubereiten. Am Ende ist ein Marathon, den ich laufen will. Ich muss auf jeden Fall einen Rekord schlagen. Aber ich muss mich erstmal ein bisschen aufwärmen. So. Jetzt werde ich mich erstmal auch mal ein bisschen strecken oder so. Stretching ist ja auch immer extrem wichtig vorher. So. Okay, dann fange ich mal an zu laufen. Ich hoffe, ich kann meine Zeit noch verbessern. Okay, Runde 1 ums Gebäude und mir geht's noch ziemlich gut. Okay, das war jetzt die zweite Runde. Okay, wo war ich jetzt? Runde 3? Ja, langsam wird es auch ein bisschen anstrengend. Also gut, dass ich 6 Wochen zum Trainieren habe. Okay, ich glaube, ich muss erstmal eine Pause machen. Aber es ist ja auch immerhin noch erst Tag 1 der Sommerferien. Okay, vielleicht erstmal was trinken gehen oder so. Also meine Kondition wird echt schon besser. Ich glaube, dass mit dem Marathon klappt, aber es ist natürlich auch wichtig, dass man seine anderen Muskelgruppen hier voll beansprucht. Nicht nur die Beine natürlich. Deswegen mache ich hier jetzt noch, wie nennt man das, Crunches oder so? Naja, ich habe es auf jeden Fall auf YouTube gesehen. Das wird auf jeden Fall auch richtig sein. So, die 6 Wochen sind um. Ich habe den Marathon geschafft. Ich bin extrem stolz auf mich. Und ich glaube, die 1 im nächsten Schuljahr ist mir damit auch sicher. Also so fit wie jetzt war ich echt noch nie. Das hat sich absolut gelohnt. Die Sonne könnte ein bisschen mehr scheinen, aber ich bin bereit für meine Abenteuerferien. Ich brauche dafür nicht viel. Ich habe alles, was ich brauche, hier in meiner kleinen Tasche drin. Ich habe Sonnenschutz dabei, super wichtig. Ich habe ein Handtuch mitgebracht und ich habe Abrisshand dabei. Also ich bin versorgt, ich habe auch ein paar Klamotten eingepackt und ich habe mein Handy, da ist alles Wichtige drauf. Mehr brauche ich nicht. Und jetzt müsste nur noch mein Bus kommen. Also ich hoffe mal, es geht gleich los. So, ich habe mir jetzt erstmal spontan eine Übernachtungsmöglichkeit für heute Nacht klar gemacht. Super cool. Jede Nacht einfach woanders in den Ferien. Jeden Tag eine andere Stadt. Ich werde so viel sehen. Ich werde so viel zu erzählen haben. Die besten Abenteuerferien. Let's go!